Servus, Modelleisenbahnfreunde. Heute möchte ich euch mal ganz herzlich aus meinem Untergrund grüßen. Viele Modellbahnfreunde haben mich immer gefragt, zeig doch mal deine Abstellung mit deinen vielen Zügen. Ja, bei mir, meine Abstellungen sind einfach, sagen wir mal, so Zuglatten mit Gleisen drauf, die ich jederzeit einwechseln kann auf meine Anlage, wo die Züge quasi auf die Anlage fahren. Ich habe ja eine sehr große Sammlung, was so nach 50 Jahren Modelleisenbahn so zusammenkommt, Hobby. Und da möchte ich euch heute mal zeigen, wie ich meine Züge ein- und ausfahren lasse auf die Anlage. Ja, alle Züge können ja nicht auf der Anlage fahren, und ein Schattenbahnhof mit diversen Gleisen, so wie es viele handhaben, war bei mir nicht realisierbar. Aber ich wollte immerhin alle Züge mal ab und zu mal fahren lassen, weil ich bin kein Vitrinenbahner, aber die alles in die Vitrine stellen und dann wieder rausholen. Bei mir, ich bin ein Spielbahner, wo bei mir die Züge immer im Einsatz sind. Und das will ich euch heute mal zeigen. So, liebe Modelleisenbahnfreunde, das ist jetzt zum Beispiel mein Zugspeicher, wo ich meine ganzen Züge abgestellt habe, die nicht auf der Anlage zurzeit fahren. Der Zugspeicher hat ungefähr von den längeren, wie sie hier zu sehen sind, 23 Gleise mit einer Länge von 1,10 Meter. Und dann die kürzeren, die ungefähr 70 cm lang sind, das sind es 56 Gleise. Und alles mit Zügen, Triebwagen, alles belegt. Die Latten bestehen aus 30 mm breiten und 10 mm hohen Holzleisten, die ich abgelenkt habe. Und auf jeder Holzleiste habe ich ein Flexgleis drauf gemacht. Und diese Bügel, das sind sozusagen Haltebügel, wo ich sozusagen den ganzen Zug so rausziehen kann und an das jeweilige Ansteckgleis anstecken kann, wie hier zu sehen, mit dem Zug, der schon bereit steht, der dann auf die Anlage fährt. Und durch die Handhabung habe ich auch noch so eine Art Leitplanke gemacht. Das ist so gummierter Draht, stärkerer Draht, so Bindedraht oder vom Baumarktbedarf. Da habe ich mir dann so in einer Abständen dann so Löcher gebohrt, die reingesteckt. Und wenn ich doch mal die Latte so schief halte und der Zug kippt um, so fällt er nicht aus dem Gleis raus und kann auch nicht runterfallen. Ja, also man muss zwar so ein bisschen sportlich bleiben bei der Sache, wenn ich die Züge raushole und dann jetzt so hin und her stecke, aber das macht man noch nichts aus. Und außerdem, Modellbahn muss ja auch jung halten. Na? So, liebe Modelleisenbahnfreunde, jetzt nochmal von einer anderen Perspektive. Das Gleis ist angesteckt an der Einfahrstelle und somit kann ich den Zug dann, so wie ich die will und brauche, auf die Anlage einfahren lassen. Viele denken ja immer, ja, du fährst da nur Kurzzüge oder sowas. Aber ich mache das auch immer wieder. Ich habe die Möglichkeit, sagen wir mal, eine Lok abzukuppeln und einen doppelten oder einen dreifachen Zug zu nehmen. Je nachdem, so wie mir es gefällt. Ja, bei mir sind die Züge, sagen wir mal, nicht so fest gekuppelt. Ich tue immer mal variieren. Ja, und dann kann man das Gleis dann so wegnehmen, hier unten wieder rein, und wenn der Zug dann, sagen wir mal, die Zeit lang auf der Anlage war und ich will einen anderen haben, stecke ich das einfach wieder an,
fahre den Zug dann wieder auf seine Ausgangsposition. Und rangiere ihn quasi wieder zurück. Das jeweilige Gleis kann auch von anderen Zügen dann angefahren werden, was so der Länge entspricht. Nicht immer wieder von dem gleichen, dasselbe Gleis oder so. Sagen wir mal, hier lasse ich mal diesen Zug einfahren. Und was ich auch noch habe, ich habe hier auf der Mitte des Gleises bei den kürzeren nochmal so einen Mini-Taster. Ich fahre ja im Mischbetrieb, analog wie digital. Das sagen wir mal, hier hinten könnte ein analoger Triebzug stehen oder Lokomotive und hier vorne ein Schienenbus, ein digitaler, sodass ich auch, sagen wir mal, bei den kürzeren Gleisen die Möglichkeit habe, kürzere Fahrzeuge, sagen wir mal, zwei Paar dort aufzustellen. Das habe ich auch bei den längeren gemacht. Das sind auch in der Mitte des Gleises nochmal so Mikrotaster, wo im Prinzip das Gleis nochmal unterteilt ist. Falls da mal zwei Kurzzüge drauf fahren oder dass ich immer die Möglichkeit habe, so das individuell zu wechseln, wie ich will. Ja. Und wenn dann der Zug hier drauf fährt, jetzt über die Stoppstelle kommt, drücke ich einfach hier und da kann der Zug dann komplett hinten durchfahren. Ja, und wenn ich dann den Zug dann so rausnehme, einfach so, zack, da wieder reinschieben, den nächsten rauf und wieder anstecken. So wie ich es brauche. Ich finde, das ist für mich eine gute Lösung. Gerade als Spielbahner mit vielen Fahrzeugen macht das, funktioniert gut. Und das habe ich schon viele Jahre und funktioniert klasse. So, liebe Modelleisenbahner, ich hoffe doch, ich habe so manche Frage damit beantwortet, wie das bei mir im Untergrund funktioniert. Und ich freue mich, dass ihr alle so wieder zugeschaut habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude mit euren Eisenbahnen. Mal sehen, was ich als nächstes zeige. Ich werde heute noch ein bisschen basteln. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.